weil dieser Kampf um Venezuela ist nicht nur ein Kampf um die Menschen in Venezuela und Lateinamerika, es ist ein Kampf auch, ob es auf dieser Welt die Möglichkeit gibt, einen selbstbestimmten Weg zu wählen, einen selbstbestimmten Weg frei vom Neoliberalismus zu wählen, der die Menschheit in einen Zustand bringt, wo Armut sich ausbreitet, Ausbeutung, Ausplünderung, Vernichtung der Ökologie stattfindet. Deshalb ist dieser gemeinsame Kampf nötig von sozialen Bewegungen, von Organisationen wie Aufstehen. Als Mitglied von CubaSí und Vertreter von CubaSí im Parteivorstand Die Linke stehen wir eindeutig solidarisch zu Venezuela gegen Militärintervention. Wir stehen solidarisch dafür, dass das Recht des venezolanischen Volkes, die mit 7 Millionen Stimmen Maduro gewählt haben, dass er der authentische und legitime Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela ist. Und das muss anerkannt werden. Das muss auch von der Bundesregierung anerkannt werden. Nun ist es mittlerweile so, dass sich die militärische Situation zuspitzt. In der Karibik verschieben die USA Spezialeinheiten nach Puerto Rico. Sie wollen Truppen an der Grenze zu Kolumbien stationieren. Das heißt, sie suchen die militärische Konfrontation, um Venezuela zu besetzen. Das Spiel mit Guaido haben sie verloren. Die Stimmung in Venezuela ist in den letzten 10 Tagen gekippt. Wir haben alle gesehen, die großen Massenmobilisierung des chavistischen Volkes. Und das drückt sich auch aus in den jüngsten Meinungserhebungen in Venezuela. 80% der Venezolaner lehnen eine Militärintervention ab. Über 50% der Venezolaner sind der Auffassung, dass Präsident Maduro der legitime Präsident ist von Venezuela und wenden sich gegen die Versuche, Maduro von außen zu stürzen. Die Demonstrationen der Opposition sind nicht größer, sondern kleiner geworden. Und das hat ja einen guten Grund. Nachdem Bolton erklärt hat, er will das Öl von Venezuela stehlen und eine Militärintervention bevorsteht, hat das venezolanische Volk in ihrer breiten Mehrheit ihr antiimperialistisches Bewusstsein erhoben und aus Venezuela schallt: Hände weg von Venezuela. So, und weil die Situation so gefährlich ist, muss es ja natürlich auch eine Lösung für die Problematik geben. Und die Lösung für die Problematik liegt in einem ausgehandelten Verfahren. So wie es die Ländergruppe Mexiko, Uruguay und Bolivien vorgeschlagen haben. Aber das Aushandeln findet nicht auf nichts statt, sondern die Grundlage ist die bolivarische Verfassung Venezuelas. Und die bolivarische Verfassung Venezuelas schreibt vor, dass Venezuela eine partizipative und Sozialstaat ist. Das will die Opposition nicht, weil die Opposition in Venezuela ein Pinochet-Regime errichten will, eine Wirtschaftspolitik errichten will, des Neoliberalismus, den sie nur mit Gewalt durchsetzen können. Deshalb müssen wir alles tun, um den Prozess zu unterstützen, der zu einer friedlichen Regelung führt. In dieser Erhebung, die ich schon benannt habe, haben sich 90% der Venezolaner ausgesprochen, dass es zu Gesprächen und zu einer ausgehandelten Lösung kommt. Aber die Parteien der Opposition wollen das nicht, weil sie wissen, wenn etwas ausgehandelt wird und wenn es noch so ausgehandelt wird, wie es Präsident Maduro vorgeschlagen hat, vor laufender Kamera im Fernsehen, dann werden sie schwer vertreten können, warum sie die ganzen sozialen Rechte, die das venezolanische Volk errungen hat, wieder wegrauben wollen. Die Parteien der Rechte in Venezuela sind nicht Demokraten.
Sie wollen auch keine kuschelige Demokratie. Das sind Parteien, die mit Gewalt entstanden sind und die über Jahre Gewalt ausgeübt haben gegen die bolivarische Revolution. Deshalb ist die Alternative in Venezuela nicht die Maduro oder eine kuschelige Demokratie, sondern es ist Maduro oder die soziale Konterrevolution. Und in einer solchen Situation muss es klar sein für alle, auf welcher Seite wir stehen. Auf Seiten der Revolution und der revolutionären Regierung. Und weil dem so ist, müssen wir den Druck erhöhen auf die Bundesregierung, dass sie sich einsetzt für Verhandlungen auf der Grundlage von Mexiko, Bolivien und Uruguay. Und wir müssen die Sanktionen, die Aufhebung der Sanktionen fordern. Vor 2 Tagen kam die Nachricht, dass Iberia verweigert hat, den Transport von Medikamenten nach Venezuela. Vor allem Insulin. Das ist ein Teil der Maßnahmen, das Land aushungern zu wollen und überhaupt erst eine humanitäre Katastrophe, die es in Venezuela nicht gibt, zu erzeugen, damit sie einmarschieren können. Die USA weigern sich, Saatgut an Venezuela zu liefern, womit die landwirtschaftliche Produktion überhaupt möglich ist. Venezuela sucht unabhängig von diesem Saatgut zu werden. Aber sie sind angewiesen auf dieses Saatgut, um den nächsten agrarischen Zyklus zu ermöglichen. Auch das ist eine Maßnahme der Verweigerung des Saatgutes, Venezuela aushungern zu wollen. Deshalb müssen wir neben der Forderung der politischen Lösung auch die Forderung weg mit den Sanktionen gegen Venezuela. Das ist Teil der Forderung, die wir als breite Bewegung zur Solidarität mit Venezuela hier erheben müssen. Und zum Abschluss, Präsident Maduro hat einen Aufruf zur internationalen Solidarität gerufen. Und er hat einen offenen Brief an die USA, an die Bürger der USA gerichtet. Dieser Brief liegt hier aus. Wir können hier unterschreiben. In Venezuela haben schon Millionen diesen Brief unterschrieben. Lasst uns durch diese Unterschriften eine mächtige Kulisse der Solidarität mit Venezuela aufbauen. Vielen Dank. Danke, Harry. Dann jetzt als nächster Redner.